Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier beim Nightwolf Streaming Team. Mein Name ist Iceman und wir sind heute zu Gast bei Panda Motorsport und zwar im vierten Rennen der Saison 2 in der Liga A. Und heute fahren wir auf Kyoto in Japan. Und wir gehen mit euch zusammen über die Fahrerübersicht. Da ist auf der Position 1 nach drei Rennen der Sven mit 86 Punkten, hat zwei Siege geholt in den letzten drei Rennen und dreimal, also in jedem Rennen, die schnellste Runde. Auf der 2 ist der Blingling, hat einen Sieg gehabt und 70 Punkte mit Platz Nummer 2. Dann auf dem dritten Platz ist die Ramona, die Peanut, mit 52 Punkten, Platz Nummer 3. Auf der 4 der Chuck, 48 Punkte. Auf Platz Nummer 5 der Lukas mit 39 Punkten. Auf Platz Nummer 6 der Tereru mit 34 Punkten. Auf der 7 der Swiss Racer mit 30 Punkten. Auf Platz Nummer 8 der Shadow mit 24 Punkten. Auf der 9 der Dampfreddy mit 22 Punkten. Auf der 10 Adlaw mit 17 Punkten. Auf Platz Nummer 11 der Dudiger mit 16 Punkten. Auf der 12 Street Driver mit 12 Punkten. Auf der 13 der Malgamer mit 10 Punkten. Dann haben wir den Gianni auf der 14 mit 9 Punkten und den Flendoch, den Benny, auf der 15 mit 7 Punkten. Dann haben wir auf der 16 den Lerik mit 2 Punkten und der SWAT ebenfalls 2 Punkte. Okay, und die Ramona schreibt gerade, kann heute leider nicht mitfahren und der Wolle ist heute der Ersatzfahrer für Binat. Okay, und natürlich dir auch herzlich willkommen hier im Stream. So, wir gehen auf die Mannschaftswertung. Da haben wir auf Platz Nummer 5 die Gisbet Rifter mit insgesamt 27 Punkten. Auf Platz Nummer 4 die Roadrunners mit 78 Gesamtpunkten. Auf der 3 Sim Racing Germany 104 Punkte. Auf der 2 Burning Wheels Racing mit 125 Punkten. Und auf der 1 Panda Motorsport Racing mit 146 Punkten. Wie gesagt, Halbzeit ist rum, noch drei Rennen und wir gehen rüber in die Live-Szene. Dann schauen wir mal, geben euch natürlich den Motorsound mit dazu hier. Und dann schalten wir rum. So, schönen guten Abend, Servus. Und dann gucken wir mal hier auf den Jack, der hier gerade seine Runden dreht. Auf Kyoto Driving Park. Hat hier auch die schnellste Runde momentan. 2:11.984. So, mal gucken, ob das hier mit der Kameraeinstellung alles klappt. Ja, das sieht gut aus. So, da haben wir hier den Jack. Dann haben wir ja den Gearded mit seinem Mazda. Der klingt wie ein Formel-1-Wagen. Dann hier der Ersatzfahrer für die Ramona heute, der Wolle. Dann haben wir hier auch einen neuen Fahrer, der King Summer. Dann auf der 6 der Liu. Olé. Auf der 7 der Adlaw. Ja, mit seinem Lexus wieder. Der Swiss Racer heute im Mercedes unterwegs. Auf der 9 Rudiger im Subaru. Dann der Dampfreddy nach wie vor im Porsche unterwegs. Dann haben wir den Shadow ebenfalls im Mercedes. Dann ist da der Benny im Aston Martin. War gerade auf der Strecke, den haben wir gesehen. Der Sven im Renault und Bling Bling im BMW. 14 Fahrer
Am Start. Und Sie warten, glaube ich, noch auf einen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der noch Internetprobleme hat. So. Und King Summer ist der Ersatz für Gianni. Danke, Ramona, für die Info. Und Liu, Le ist Ersatz für Sword. Okay. So, um spätestens 17:35 ist dann Rennstart. Wir hoffen, dass alles gut läuft. Und da ist der Bengareng, der Probleme hatte mit dem Internet, ist jetzt auch beigetreten. Da ist der Kunde hier, eine 211984 in Peugeot vom Jack, hat auch insgesamt die schnellste Runde momentan hier auf dem Kurs hier in Kyoto. Ein sehr schneller Kurs, aber auch ein Reifenbogenkurs. Also spannend, wie Boxenstrategien hier sind. Weil der Kurs nimmt schon ordentlich von den Reifen weg. Bengering hat wahrscheinlich immer noch Probleme mit dem Internet. Und Steiner, guten Abend, grüße dich, herzlich willkommen im Stream. Und wir hören uns mal den Sound nochmal an hier von dem Mazda from Tierdead. Und Tierdead hat, glaube ich, so wie er es mitbekommen hat, auch eine Durchfahrtsstrafe bekommen vom letzten Rennen. Die muss er hier in dem Rennen auf jeden Fall absitzen. Und da sich ein bisschen in die Quere kommen und. Das Rennen startet jetzt. Trelimark, Yamagiba und Miyavi. 14 Fahrer sind am Start. Los geht's. Die geht gleich mal mit der Corvette voran. Ist hier von der 1 gestapelt. Auf der 2 Shadow und Adler schon am Ludiger vorbei. Shadow setzt sich hier auf die 2. Adler direkt dahinter. Dann Ludiger. Hat den Swiss Racer hinter sich. Versucht er hier am Ludiger vorbeizugehen und das schafft er. Swiss Racer auf der 4 und von hinten kommt Tierdead. Auch Tierdead geht vorbei am Ludiger und da ist einer abgeflogen. Was ist da passiert? Da müssen wir mal die Wiederholung gleich gucken. So, wir gehen mal ganz kurz hier, um die Kamera zu entgehen. Und ich sag, das war Freddy, der ist hier abgeflogen. Da gehen wir nochmal in die Wiederholung rein. So. Aber auf der 7. Jetzt sind wir sein Teamkollege in dem Tierdad. Ah, ich glaube, da hat er sich bis auf Bremse. Ah, da gab es einen Kontakt mit Lukas. Und da dreht er sich weg. Eieiei. Und hat sich einen Schaden hinten eingefahren. So, wir gehen wieder zurück auf das Feld. Pelé auf der 1, gefolgt vom Shadow. Und Swiss Racer auf der 3 mit dem zweiten Mercedes.
Rettler hängt im Swiss Laser hier hinten im Getriebe. Da kommt der Überholversuch. Alle dicht beisammen hier. Und auch Kirdet hängt dem Adler im Getriebe. Oh, was ist mit dem passiert? Er ist auf einmal langsamer geworden. Lag in Führung. Geht in die Box. Da ist irgendwas passiert gewesen. Nochmal in die Wiederholung, was da bei Lee passiert ist. Ah, okay. Ist hier weggekommen, hat sich das Fahrzeug beschädigt und die anderen Fahrer konnten hier vorbei und dann geht natürlich gleich in die Box, sein Fahrzeug zu reparieren. So, und somit ist der Shadow auf der 1, gefolgt vom Swiss Racer auf der 2. Und Adler vorbei am Swiss Racer. Aber Swiss Racer versucht hier den Konter. Nebeneinander gehen sie hier durch die Kurve. Dann geht es um die Plätze 1 bis 3. Adler auf der Außenbahn kann sich hier durchsetzen gegen Swiss Racer. Swiss Racer versucht aber hier dran zu bleiben. Und ja, es muss natürlich auch der Shadow aufpassen auf den Lexus von Adler. Lukas ist auch dran auf der 4. Mit dem BMW. Das ist mir immer versucht jetzt hier wieder am Adler vorbeigehen und geht vorbei. Aber auf der Seite fährt der Lukas. Jetzt beide Teamkollegen nebeneinander. Lukas jetzt vorbei am Teamkollegen, am Adler. Und die beiden Mercedes auf 1 und 2. Teamkollegen nähert sich jetzt auch langsam dem Adler. Nochmal hier. Sven ist auch vorbeigegangen am Adler. Aber der Sven, der hat sich schon durchgemogelt. Und auch der Bling-Bling wird versuchen, am Adler vorbeizugehen. Shadow 1, Swiss Racer 2, Lukas 3. Sven auf der 4, Bling-Bling vorbei an Adler. Und da ist Adler sehr weit rausgekommen. Muss jetzt aufpassen, damit er hier nicht hier vorm Jack aufgeschnitten wird. Oh, da gab es einen Querspeer. Eieiei. Und Chuck geht auch vorbei. Am Ende. Ah, da ist er sehr weit rausgekommen. Auf den Dreck. Und das hat natürlich der Chuck ausgenutzt und geht vorbei am Lexus vom Adler. Seins weiterhin Shadow. Und der Sven ist hier vorbeigegangen am Swiss Racer. Echtes Gedränge hier. Auf die ersten Plätze, alle dicht beisammen. Auf der 4. Auf 3. Sven auf der 2. Und Shadow auf der 1. Insgesamt haben wir 27 Runden. Und jetzt hier der Angriff von Sven auf Shadow und geht vorbei. Sven überholt den Shadow hier innen. In der Innenbahn geht er vorbei am Mercedes vom Shadow. Shadow versucht jetzt natürlich den Konter. Beide gegeneinander. Jetzt Shadow innen. Versucht es nochmal. Aber Sven hält die Nase hier vorn. An den Mercedes hier in Schach halten. Beisammen hier die ersten 4, 5 Reihen gibt es noch mal. Chuck versucht jetzt natürlich am Bling Bling vorbeizugehen, aber den Chuck im Bild hinter dem Bling Bling
schon wieder eng. Das geht da vorbei am Lukas. Oh, Shadow. Shadow hat hier ein paar Plätze verloren. Muss jetzt hier seine Strafe abbauen. Ja, Shadow noch auf der 2. Da geht es Wissgläser vorbei. Und auch der Lukas geht vorbei am Shadow. Und da geht er ein bisschen in den Dreck rein und kommt wieder auf die Strecke. Wenn du jetzt bis auf 8 zurückgefallen. Und Jack und Lukas vorbei am Swiss Racer. Auch der Bling Bling ist vorbeigegangen. Lukas vorbeizugehen. Ich weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Alle so dicht beisammen. Und schnelles Renntempo, was die Fahrer hier am Tag liegen. Deswegen erneut nach Lukas vorbeizukommen. Jetzt auf der Innenbahn. Und er geht vorbei an Lukas. Aber Lukas setzt den Konter innen und geht wieder vorbei am Bling Bling. Das BMW auf der 3, Jack auf der 2 und der Sven. Wenn sie jetzt aus allem ein bisschen raushalten, kann sich hier ein bisschen absetzen vom Rest des Feldes. Und die schnellste Runde, 2:12:602 für den Sven. Dreimal die schnellste Runde hat er schon in den ersten 3 Rennen. Mal sehen, ob er heute auch im 4. Rennen hier die schnellste Runde und den Sieg davon trägt. Jack auf der 2, in Peugeot. Im Ding hat hier immer noch den Lukas im Heck hängen. Versucht hier am BMW vom Bling Bling vorbeizugehen mit seinem BMW Z4 gegen M6. Wolle, der Ersatzfahrer, Wirpinat, ist jetzt auf der 5 schon. Hat sich auch ordentlich nach vorne gekämpft. Swiss Racer auf der 6. Der Swiss Racer ist der Edmond. Auf der 7. Lexus. Rubiga auf der 8. Shadow hier auf die 9 zurückgefallen. Bing Sammer auf der 10. Hinter Shadow. Dann Tierdead auf der 11. Nee, auf 12 zurückgefallen nach dem guten Start. Dann der Benny auf der 13. Und Dampf Ready. Ja, auf der 14 nach seinem Ausritt. So, wir schauen wieder nach vorn. Hat sich jetzt abgesetzt von Lukas ein bisschen, konnte sich lösen. Sven nach wie vor auf der 1. Und jetzt hat der Schack die schnellste Runde. 2:12:360. Und folgt natürlich hier dem Sven. 1,5 Sekunden der Abstand. Nach vorn und 1,5 Sekunden hier auf den Bling Bling. Der hier auf der 3 fährt, hat sich jetzt auch ein bisschen Abstand verschafft auf den Lukas. 1,3 Sekunden. Und Lukas hat 1,3 Sekunden auf den Wolle. Hat sich ein bisschen auseinandergezogen, das Feld. Rudiger, 4 Sekunden. Wolle, halbe Sekunde dahinter, Shadow. Shadow versucht natürlich hier nochmal
einen Angriff zu starten. Noch die beiden, wo am dichtesten zusammen sind. Cäsar auf die Zehen zurückgefallen. Was ist da passiert? Dann darf nochmal die Wiederholung. Da war schon vorbei. Shadow ist dran. 0,5 Sekunden, eine halbe Sekunde jetzt am Start hier. Kommt du, Digga. Aber auch hier wird es eng zwischen den beiden. 0,1 Sekunde zwischen Tyrhead und King Summer. Das ist jetzt hier gleich das nächste Überholmanöver. Mazda gegen Mazda. Sind gefahren. Da vorne auch. Hingegen am Dudiger dran. Ne, Shadow war. Shadow. Und jetzt hier die Nase vorne auf der Innenbahn. Aber Dudiger gibt den Konter. Sven auf der 1, Chuck auf der 2. Auf 3. Dem Duell hier von den beiden. Und The Call, vielen Dank für dein Follow. Ja, Shadow wieder ein bisschen abreißen lassen hier. Digga, aber jetzt kommt er wieder. In den Kurven kommt der Mercedes ziemlich schnell ran. Natürlich irgendwo den Weg vorbeizufinden, aber muss natürlich auch nach hinten aufpassen. Da kommt hier der Mazda, ist quasi auch schon in Reichweite. Dann Blick auf die Linie. Wieder ein bisschen abreißen lassen auf Tiere. Hat dann aber 8,7 Sekunden wieder auf den Swiss Racer. Da bin ich auf der 11. Okay, auf der 12. Beide Teamkollegen hier hintereinander. Da haben Freddy auf der 13. Und Adlaw. Ja, ist auf die 14 jetzt zurückgefallen. Ich denke, der war in der Box. Wie es aussieht, hat sich hier neue Reifen geholt. Ja. Gehen wir mal auf den Sven. Eine Sekunde hat er hier Vorsprung vor dem Jack. Jack ist auf jeden Fall noch in Reichweite. Sich hier ein bisschen abgesetzt vom Feld. Der vierte, der Lukas, 3,7 Sekunden dahinter.
4. Lukas, 4 Sekunden hinter Blinding, 1,5 Sekunden vor Bulle. Den haben wir hier im Pit. Dann 7 Sekunden auf die Ludiger. Und hier Dad hat hier den Shadow im Genick sitzen. Mercedes, die Mazda. Versucht das außen. Noch die Nase vorn. Penalty gekriegt. Natürlich mal abbauen. Das ist dann die Chance für ein Shadow vorbeizugehen. Beide gehen sie am Dudiger vorbei. Ah, jetzt baut er seine Penalty ab. Und somit ist Shadow vorbei am Dudiger. Aufgrund des Strafenabbaus von Tierdead. Hier Shadow vorbeigegangen. Dass Ludiger langsam geworden ist, aber er ist noch den beiden. Wie sieht's vorne aus? Eine Sekunde hier der Abstand und Blingling ist dran am Chuck. 0,5 Sekunden. Hier der Abstand. Wird größer und Wolle kommt näher. Wolle kommt dem Lukas näher. Oh, da ist Lukas sehr weit rausgekommen. Bisschen den Rasen gemäht. Sven in der Box, Blingling in der Box. Chuck fährt weiter. Lukas in die Box. Und Wolle ebenfalls in die Box. Da sieht man nach allen zwei Stop aus. Bei den Fahrern jetzt die auch in der Box. Da kommt der Sven aus der Box raus. Jetzt hier von Tierdelt überholt. Natürlich den Konter liegen Tierdelt. Jetzt auf der Innenbahn nebeneinander gehen sie hier in die Kurve. Lassen sich beide genug Platz. Schönes Überholmanöver. Natürlich auch dran. Und bringt ihn jetzt vorbei am Dudiger. Chuck auf der 1, muss aber noch in die Box, Sven war in der Box. Oh.
Und da dreht er sich, weg, der Chuck. Eieiei, und schlägt ein. Ah ja, das ist natürlich ärgerlich. Das kostet richtig viel Zeit. Dem Chuck hier hat sich einen Schaden vorne geholt. Schauen wir uns mal in der Wiederholung an. Ja, dass sie verbremst, kommt hier aufs Grün und dreht sich weg. Naja, ärgerlich. Jetzt geht er natürlich in die Box. Und somit Ben hier wieder auf der 1. Jetzt Vorsprung und Blingding ist dran am Tierdad. Scheint aber hier mit dem BMW vorbeikommen. An dem Mazda beide nebeneinander. Sieht sehr schön aus hier. Jetzt geht Tierdad ein bisschen nach links, lässt hier den BMW Platz, lässt die ziehen. Und kann sich hier gleich ein bisschen absetzen. Kommt hier dort. Rudiger auf der 4. Folgt vom Lukas. Lukas war aber schon an der Box. Hier der Rudiger noch nicht. Gerade vorbeigegangen hier am Swiss Racer. Auf jeden Fall schon der Brust gewesen, Swiss Racer noch nicht. Und dann von hinten kommt der Chuck. War jetzt an der Box. Versucht jetzt hier natürlich an beiden vorbeizugehen. Hat mal kurz hier Lichttube gegeben, sagt, ich bin da, Jungs. Vorbei am Swiss Racer. Hier wird jetzt in der Box und auch der Swiss Racer an die Box gegangen. Chuck jetzt auf den 6. Versucht jetzt natürlich hier wieder den Anschluss nach vorne zu bekommen. Mit 15 Runden hat er hier noch Zeit, seine Position zu verbessern. Ich denke mal, es wird auch noch mal ein Boxenstopp geben. Ben auf der 1, Blingding auf der 2. Lukas auf 3, Ludinger auf 4. Wir schauen mal nach hinten. Verbremst und King Summer geht vorbei. Aber Leo versucht halt mit der Corvette hier zu kontern. Auch im hinteren Feld spannende Zweikämpfe. Vorbeizugehen. Ja,
Sekunden hier der Abstand. Auf jeden Fall im Windschattenfenster drin, das wir sehen sah. Und nach wie vor Sven auf der 1, gefolgt von Bling Bling und Lukas. Jetzt schauen wir mal, ob der Swiss Racer hier an der Corvette vorbeikommt. Ja, auf der Innenbahn, das sieht gut aus, und Swiss Racer jetzt wieder auf die 10 vorgefahren. Und kann sich hier gleich ein bisschen von der Corvette lösen. Sauberes Überholmanöver. Ja, komm, Swiss Racer. So, wir gehen zurück vorne auf die Spitze. Der Sven, 3,3 Sekunden, 3,4 Sekunden jetzt hier vor dem Bling Bling. 5 Sekunden auf den Lukas. Letzte Runde. Der Sven. In der 11. Runde eine 2:11.782. Wie gesagt, fast 3,5 Sekunden hier. Der Vorsprung auf dem Bling Bling. Dann haben wir den Lukas. Vom Jack. Wer wolle? Digga, muss jetzt in die Box. Da sind die Reifen aber richtig abgefahren und der bleibt noch eine Runde. Rudiger fährt noch eine Runde mit den abgelutschten Reifen hier. Geht hier quasi auf eine Einstoppstrategie, da die anderen ja auch nochmal in die Box müssen. Mal sehen, was es ihm am Ende des Tages bringt, die Einstoppstrategie hier. Der Dad auf der 7. Shadow auf der 8. Bissreser auf der 9. Hat aber den King Summer hier im Genick sitzen. King Summer hier am Bissreser vorbeizugehen. Verteidigen. Dann 15 Sekunden der Benny dahinter, hinter King Summer, und der Freddy auf der 12, 2,7 Sekunden hinter dem Benny und 12 Sekunden vor Adlaw. Und die war in der Box und somit auf den letzten Platz zurückgefallen. Wenn 4 Sekunden jetzt hier der Vorsprung auf Bling Bling. Ja, der Jack Rudiger jetzt in der Box. Oh, leichter Mehrsteher hier von Lukas. Da kommt der Jack. Eine Sekunde weg hier. Kommt langsam her. Sich dann schon auf die 4 wieder vorgekämpft nach seinem Verbremser.
Zeit ist rum. Noch 12 Runden gefahren. Der Abstand. Hier die Frontkamera vom Chuck auf den Lukas. Ja, richtig nah ran in den Gurken. Von Lukas. Da sieht er ihn schon hier im Rückspiegel. Muss sich natürlich auch auf die Strecke konzentrieren. Aber der Chuck erhöht hier den Druck auf den Lukas. Jetzt ist er dran. Der Innenbahn geht er hier vorbei am Lukas. Lukas versucht hier nochmal den Konter innen. Eine Berührung, aber Chuck hält die Nase hier rum. Abstand immer noch 1,3 Sekunden. Versucht jetzt natürlich den Konter gegen den Chuck, der Lukas. Absetzen. Und Lukas muss ihn hier ziehen lassen. Acht Sekunden der Abstand hier zwischen Bling Bling und Sven. Und dann 6,8 Sekunden auf den Jack. Auf der 5. Jawolle. 5,5 Sekunden hier hinter dem Lukas und 10 Sekunden vor Tierdate. Dann 11 Sekunden dahinter der Swiss Racer. Der Shadow. Ready. Versuche natürlich auch nach vorne zu kommen. Anschluss an die Teamkollegen zu erhalten. Besser. Cool Versuch. Und das glückt. Ready. Vorbei. Am Ludiger. Ludiger versucht jetzt hier nochmal den Konter auf der Geraden, aber der Porsche ist da deutlich schneller. Und hier ein sauberes Überholmanöver von Freddy. Lösen vom Rudiger. Aber Rudiger gibt noch nicht auf. Er versucht hier
doch nochmal den Kunden zu setzen. Der 5, noch 5 Sekunden hinter dem Lukas. Und jetzt kommt er auch langsam näher, Abstand schrumpft. 9,4, 9,6 Sekunden jetzt wieder, dann der nächsten. Und jetzt schrumpft er schon wieder. 13 Sekunden hinterher. Ja, süß Leser. Shadow war vor dichter dran, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgefallen hinter den Swiss Racer. Aber hat auch noch 5 Sekunden vor King Summer. So, wie schaut's vorne aus? Der Sven ist mit 3,9 Sekunden vor dem Blinkling. Muss aber jetzt nochmal an die Box. Ein bisschen Sprit nachfassen, frische Schlucken aufziehen für die letzten 9 Runden. Oh, Bling Bling. Bleibt da nicht verschont von, muss auch nochmal an die Box und auch der Jack. Die werden jetzt alle drei hintereinander hier die Box ansteuern. Auch der Lukas. Wolle ebenso. Auf das Max. Addiert. Er wird vielleicht eine Runde länger draußen bleiben können als die anderen vor ihm. Weil er ein bisschen rankommen an die ersten 5. So, Sven in der Box. Bling Bling ebenfalls in der Box. Back in der Box. Lukas geht auch in die Box. Lukas bleibt draußen. Lukas ist draußen geblieben. Versucht jetzt hier einen Overcut gegen die ersten 4. Indem er hier eine Runde länger draus bleibt. Wieder draußen. Jetzt hier 10 Sekunden hinter dem Lukas. In 3 Sekunden. Und Tierdet ist dran. Am Bling Bling. Aber Tierdet muss nochmal an die Box. 30 Sekunden hier der Abstand. Auf den Erstplatzierten, auf den Lukas. Langsam eng. Ein paar Meter hat er noch. Bis zur Box. Schau, fährt er hier auf dem letzten Tropfen
in die Box rein. Da kommt die letzte Kurve. Und da ist die Boxengasse. Und er biegt ab. Und der Sprit ist aus. Das war genau abgemessen. Das war richtig knapp. Sprit an Einfahrer der Box ausgegangen. Ja. Womit ist der Sven wieder auf der 1. Gefolgt vom Blingling. Ja, der bleibt auch noch eine Runde draußen. Aber in der nächsten Runde muss auch er hier in die Box. Lukas auf der 5 kommt hier vor dem Wolle wieder raus. Ah, Wolle war auch in der Box. Ja, Sekunden ist er hier hinter dem Lukas. So, Chuck, ein Kollege von Tierlet auf der 4 hinter ihm. Aber wie gesagt, Tierlet muss hier nochmal die Box ansteuern. Aber der Sound von diesem Azak gefällt mir echt gut. Vor dem Lukas. Und hier dead. Nochmal. Standzeit er hier hat. Ob er hier vor dem Lukas wieder rauskommen kann. Wird nicht ganz reichen, denke ich. Gasse ab. Okay, Lukas, Porsche auf Startziel, geht jetzt hier natürlich vorbei. Auch der Wolle wird hier am Tierdet vorbeigehen. Jawohl, das schaut aus. Und dann, für den Ludinger wird es nicht reichen. Kommt Tierdet wieder raus. Tierdet hier so 6 Sekunden hinter Wolle. Okay, magst du es auch nicht. Ja, klingt halt wie ein Formel 1 Wagen. So richtige Kreissäge. Sekunden Vorsprung vor dem Tierdet. Gucken, ob das der Wolle hier bis ins Ziel schafft, den Tierdet hier hinter sich zu halten. Ja, 7,3 Sekunden hinter Chuck. Chuck 4 Sekunden hinter Bling Bling. Und der Sven 3,5 Sekunden vor. Bling, bling. 6 Runden. Und alles ein bisschen auseinandergezogen. Wir schauen mal nach hinten. Da sind noch ein paar dicht beisammen. Shadow, King Summer und Swiss Racer. Wieder am King Summer vorbeizugehen.
langsamer versucht, am Shadow vorbeizukommen. Swiss Resa. Kommt es nicht in den Schatten heran? Summt ihn. Ah, sag mal, haut hier die Tür zu. Verändert. Wenn auf der 1. Und Swiss Racer vorbei am King Summer. Da geht er vorbei auch am Teamkollegen, am Shadow. Summer versucht jetzt natürlich auch. Jetzt sind sie alle drei dicht beisammen, alle drei nebeneinander. Oh, da gab es einen Wegdreher. Ah, da hat er gerade noch so abgefangen. Der Shadow, sein Fahrzeug. Das sah spektakulär aus. Das müssen wir uns nochmal angucken hier. Da ist Swiss Racer vorbeigegangen. Verliert hier fast das Auto, aber dank dem King Summer bleibt er hier in der Spur, leicht in Berührung zwischen beiden, Fahrzeug aber gut abgefangen, gut ab. Ist natürlich wieder dran am King Summer, den Unterschied zwischen den beiden. Shadow konnte sich jetzt dadurch, Swiss Racer konnte sich jetzt dadurch ein bisschen absetzen. Und ist noch 1,3 Sekunden hinter dem Ludiga. 5 Runden. Zwang aus. Sven 1, Bing Bing auf der 2. Haben wir den Chuck auf der 3. Lukas auf der 4. 8,6 Sekunden hinter dem Chuck. Und 8,2 Sekunden hier vor dem Wolle. Und Wolle hat noch 5 Sekunden auf den Tiered. Und moin! Alex, Don Camillo, grüße dich, servus. Ja, 24 Sekunden vor Ludiga. Swiss Racer ist jetzt dran am Ludiga und versucht natürlich hier jetzt den Platz vom Ludiga streitig zu machen, hier vorbeizugehen am Subaru. Jetzt ist halt hier im Windschattenfenster drin. Außenrum reicht's noch nicht. Aber jetzt versucht es natürlich. Ja. Ja, richtig ansaugen im Windschatten. Jetzt auf der Geraden muss hier auch noch mal links. Da kommt der Ludiga weit raus und Swiss Racer kann hier innen vorbeigehen. Sauberes Überholmanöver. Racing Pur, das wollen wir sehen. Haben auch beide mitgespielt. Ludiga hat ihn hier den Platz natürlich gelassen. Ihr seht, kann sich schon wieder leicht absetzen hier. Und Ludiga. Oh, ein bisschen weit rausgekommen. Hat ein bisschen weit mit dem Hinterrad im Dreck gewesen.
Sag mal, 1,8 Sekunden dahinter. Und dann kommt der Shadow. Shadow versucht jetzt natürlich auch am Kingslammer vorbeizugehen. Dann Shadow auf der 10. 0,3 Sekunden jetzt hier der Abstand. Ah, noch Kurve. Der Kingslammer hier besser rausgekommen als Shadow. Ein bisschen kleiner. Das hofft das nicht mit dem Mercedes schon wieder ran. An den Mazda vom Kingsummer. Jetzt ist Shadow dran. Muss noch haben, dass er ihn eventuell auf der Transitgeraden lang kann. Ah, da ist er weit rausgekommen. Ah, ist er weit rausgekommen. Aber versucht trotzdem hier dran zu bleiben. Wenn er hier im Schattenfenster bleibt, damit er dann auf der Langgeraden aus dem Windschatten heraus vorbeiziehen kann. Aber jetzt hat er noch zu viel verloren. Hat zu viel abreißen lassen. Jetzt wird wieder nicht reichen. Langsam dran her. Aber eine Sekunde reicht leider nicht. Sekunden auf Freddy Vorsprung. Also leider zu weit weg, um hier den Windschatten auszunutzen. Aber Kingsummer hat hier den Windschatten vom Dudiger. Wir schauen mal nach vorne, was macht der Sven? 3 Sekunden hat er hier Vorsprung. Auf dem Bling Bling. Und 3,8 Sekunden hinter der Schack. 14 Sekunden Luft hier auf den Viertplatzierten, auf den Lukas. Und Wolle, der Ersatzfahrer für Peanut heute auf Platz 5. Und hier Dad ist 2,9 Sekunden hinter dem Wolle. Wir haben noch 2 Runden. Busresa hat sich jetzt hier schon 3,5 Sekunden abgesetzt vom Dudiger. In Sommer dran. Und auch der Shadow ist noch dran hier. Das Duell. 3 um die Plätze. 8, 9 und 10. Schon wieder sehr nah dran am Kingsummer sein Heck. Und Kingsummer wiederum versucht natürlich auch am Dudiger vorbeizugehen. Muss also auf die Strecke aufpassen, den Gegner vorne im Blick behalten und natürlich auch den Rückspiegel, weil da wartet der Shadow. Oh, und hat der Shadow ihn jetzt ein bisschen angeschubst. Hat ihn hier mal einen kleinen Stupser an die Stoßstange gegeben. Aber jetzt ist er hier am Windschatten dran. Jetzt bin ich gespannt. Holt er sich hier durch den Doppel-Windschatten beide oder nicht? Ah, reicht noch nicht. Die Dudiger macht hier auch. Und so, oh, da kommt der Shadow
Zu weit raus. Ah, der schlägt ein. Verdammt. Dammit. Ja, dieser abgeflogen. Da wollte er einfach zu viel. Der Shadow. Wir schauen uns das nochmal in der Wiederholung an. Da haben wir den Shadow. Da kommt er aus Grün. Da ist einer so weit raus, schlägt hier an der Bande, haut sich die Karre hinten im Beet und verliert natürlich jetzt so gute Position und auch Freddy ist hier noch an ihm vorbeigegangen. Schade, schade, war ein schöner Zweikampf hier um die Plätze 8, 9 und 10. Boah, und jetzt geht er nochmal an die Bande hier, haut sich vorne das Fahrzeug auch noch kaputt. Eieiei, das wird den Shadow aber ärgern. Runter vom Rasen, der ist gemäht, genau. Und da haben wir den Lukas. 15 Sekunden hinterm Schack. Und hat 5 Sekunden Vorsprung. Im Ding 2,3 Sekunden hinter Sven. Wir sind hier in der letzten Runde. Zack, auf der 3. Wenn natürlich hier auf der 1, 2, eine Sekunde vor dem Bling Bling. Dann hier, 6 Sekunden, der Jack dahinter. Lukas, 15 Sekunden. Wolle, 5,4 Sekunden hinter Lukas, 13 Sekunden vor Tiertet. Oh, was ist mit Tiertet passiert? Der hatte hier auch wohl einen Ausritt gehabt. Gucken wir, ob wir das nochmal reinkriegen. Man das irgendwo sehen, wo er sich hier, weil er war ziemlich dicht dran am Wolle. Aber hat nur 19 Sekunden hier vor den Swiss Racer. Alle sind in der letzten Runde. Wir gehen hier auf die 1, dass wir hier die Zieleinfahrt nicht verpassen. So, da haben wir den Sven. Aber die schnellste Runde geht wohl diesmal an den Chuck. Wie kann der Sven im vierten Rennen nicht für sich beanspruchen? Aber hier sieht er vor dem Bling Bling. Bling Bling wird Zweiter. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommt der Chuck. Hier schnellste Runde und dritter Platz für den Chuck. Und dann gehen wir auf den Lukas. Der BMW-Pilot holt sich hier Platz Nummer 4. Boah, dem Wolle. Ja, ja, auch einen super Job gemacht hat, der Ersatzfahrer für die Binat, für die Ramona. Platz Nummer 5 für den Wolle. So, hier kommt der Irdet mit dem Mazda. Platz Nummer 6. Und dann der Swiss Racer im Mercedes. Holt sich hier die 7. Auch herzlichen Glückwunsch an den Swiss Racer für Platz Nummer 7 auf der 8. King Summer. Auch da herzlichen Glückwunsch. Ready auf der 9 im Porsche. Herzlichen Glückwunsch. Studiga im Subaru. Platz Nummer 10. So, Shadow. Wir haben es gesehen. Beim Überholmanöver hier Ausritt gemacht mit Schaden. Kommt er hier auf Platz 11. Dann der Flendorf, der Benny auf der 12. Herzlichen Glückwunsch. Edlor 13. Und Belly auf der 14. Der dreht hier die Corvette nochmal. Insofern haut sich hier noch den Motorbeet im Ziel.
Das war auch wieder ein sehr spannendes Rennen. Ja, neun Positionen hat er hier gut gemacht. Der Sven vom 10. Platz ist er hier auf 1 vorgefahren. Hier nochmal das Ergebnis im Überblick. Der Sven im Renault, Platz Nummer 1, bling bling, im BMW Z4 auf der 2. Der Chuck im Peugeot auf der 3, Lukas im BMW auf die 4 gefahren. Dann haben wir den Wolle auf der 5 im Hyundai Genesis. Dann hier der im Mazda auf die 6, Bissreser im Mercedes auf die 7. Ingsamer im Mazda auf der 8, der Freddy im Porsche auf die 9, Rudiger im Subaru auf die 10 gefahren, dann der Shadow auf die 11 mit dem Mercedes, Benny im Aston Martin auf die 12, Edlor im Lexus auf die 13 und der Lee mit der Corvette auf Platz Nummer 14. Nochmal herzlichen Glückwunsch ans Podium. Und natürlich auch an alle anderen Fahrer, die hier tapfer durchgehalten haben bei dem Rennen. So, und dann sind wir beim Rennkalender. Das nächste Rennen ist in 14 Tagen, 28.11. Und dann gehen wir nach England auf Randwick, auf den Grand Prix-Hof, 46 Runden. Sonntag, 28.11., 17.30 Uhr, hier das nächste Rennen von Panda Motorsport, der Liga 1 in der zweiten Saison. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank, Decoral, für dein Follow. Wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denne. Euer Iceman. Ciao.